Läuft die Scheiße, läuft jetzt! Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch heute mal auf einem L-T-Shirt unterwegs. Ich habe mir nämlich bei Milo Klamotten bestellt. Bei meinen guten, lieben, netten Freunden Cheng Löw und Sabibo aus Indonesien. Da habe ich mir ein kleines Paket zusammengestellt. Ich habe auch Jogginghose an hier. Richtig bequem. Kann ich euch nur empfehlen. Die Sachen sind in Bali handgefertigt, also schaut gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Aber wir haben uns heute hier aus einem ganz anderen Grund versammelt, liebe Freunde. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Es ist 1.21 Uhr in der Nacht. Und ich drehe jetzt ein Video für morgen, das morgen am Samstag um 14 Uhr hier auf diesem Kanal online gehen soll. Damit es hier auch wieder flüssig weitergeht. Ich weiß, gestern, also wenn ihr das Video seht, gestern ist leider kein Video online gekommen. Tut mir leid. Ich saß über, ja, nicht 18 Stunden im Flieger, aber ich war über 18 Stunden unterwegs. Insgesamt, glaube ich, 14 Stunden im Flieger. Genau. Und jetzt bin ich wieder zurück aus Brasilien. War eine schöne Zeit. Ich bin leider nicht braun geworden, habe ich aber auch nicht gebräunt. Also ich, scheiß drauf, liebe Freunde, lassen wir es einfach. Almanbräune, nennen wir es Almanbräune. Die liebe Sonja Loops hat ein Storytime gemacht, in dem sie, der Titel ist interessant. Deutschrapper slidet meine DMs, dann passiert das. Dieses Video wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Wir hoffen, Sonny hat viel zu erzählen und wir hören mal wieder rein. Lange nichts mehr von Sonny gehört hier. Lange nichts mehr gehört. Freut mich, hier mal wieder auf ein Video zu reagieren. Liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu snacken und was Leckeres zu trinken. So wie immer, genau. Wir gehen rein. Ja, danke Kamera, dass du mich unscharf stellst, du kleiner Drecks. Ich so, mein Herz war wirklich so, wäre schon cool, wenn wir ein Video zusammen drehen, so. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt mal meinen Schrank aufgemacht, dachte irgendwie, das ist mal was anderes als immer nur diesen cleanen Hintergrund. Ihr wisst ja, glaube ich, dass ich einen neuen Video-Hintergrund machen will. Beziehungsweise ich möchte mein Drehzimmer umändern und bevor das nicht gemacht ist, drehe ich hier und ja, aber wir werden... Ja, hau mal rein, Junge, hau mal in die Tasten. Was soll der Geiz? Gib ihm mal. Ich finde aber gerade, um ehrlich zu sein, guck mal, Leute, gerade, ich bin gerade ein bisschen zum Beispiel, ich finde meinen Hintergrund gerade ein bisschen zu dunkel. Das ist mir gerade so ein bisschen zu... Keine Ahnung, zu... Ist das nicht zu dunkel? Kann ich vielleicht einfach... Warte mal, ich mache mal einfach mal alles heller. Ja, schon besser, ne? Aber jetzt ist auf komplett hell Eskalation-Basis. Oh, okay. So ist doch mal was anderes, liebe Freunde. So ein bisschen Pinky-Minky, Dipsy, okay, gut. Aber ich kann jetzt nicht über andere Videohintergründe lästern, wenn ich meinen eigenen Videohintergrund beschissen finde. Mein Drehzimmer wieder benutzen und so. Egal, ich versuche gerade hier schon wieder vom Thema abzulenken, denn ich erzähle euch heute eine Geschichte, die wirklich eine der peinlichsten Geschichten meines ganzen Lebens ist. Und das Peinliche daran ist einfach noch, dass Aaron Troschke mit involviert war. Es ist wirklich so lustig, dass wir dazu immer aneinander binden, dieses Erlebnis. Ja, ich würde sagen, ich glaube gar nicht dran rum. Ich erzähle jetzt einfach von der peinlichsten Geschichte meines Lebens, die irgendwie auch auf der Weise peinlich ist, dass sie von mir selber peinlich ist. Also es ist mir nicht mal unbedingt wegen den anderen Leuten, die damit involviert sind, peinlich, sondern es ist am allermeisten mir von mir selbst peinlich. Und das ist wirklich, ich erzähle jetzt wirklich so eine lustige Geschichte. Ich habe das noch nie erzählt. Ich werde jetzt ein bisschen ein paar Namen, also ich werde keine Namen abändern, aber ich werde keine Namen sagen. Auch wenn das jetzt, es wäre eigentlich, glaube ich, egal, aber ich möchte jetzt einfach gar nicht, dass er irgendwie, also... Namen werden jetzt einfach mal nicht genannt, außer so Leute wie Aaron. Also ihr werdet doch trotzdem checken, was peinlich ist. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt irgendwie, hä? Sie sagt, es ist ein Storytime mit einem Rapper. So, ich denke jetzt erstmal, als erstes denke ich halt so, es ist unangenehm, weil... Amenakul, warum bin ich wieder nicht scharf? Fenster war zu, alles gut. Es ist halt echt halb zwei nachts und das ist vielleicht nicht gut, wenn jetzt Nachbarn wach werden, weil ich schreie. Auf jeden Fall wollte ich gerade sagen... Ich gehe jetzt halt erstmal davon aus, dass sich halt irgendein Rapper in ihre DMs geslidet hat, um sich so, also weil er sie sah mal gut findet, weil er sie sah mal klären will, weil er sie sah mal was, ja, okay, ihr habt's verstanden. Ihr wisst, glaube ich, dass ich eine super musikaffine Person bin, das heißt, ich poste immer eigentlich so meine Lieblingssongs, ich habe ein ganzes Highlight mit meinen Lieblingssongs, ich pushe extrem gerne Künstler, ich supporte die super gerne, also was heißt pushen, ne? Meistens haben die ja eine viel krassere Reichweite als ich, kleiner Furz, aber ich versuche Künstler zu supporten. Ich liebe Kunst. Ich hasse die Szene. Nein, ich liebe Kunst sehr und ich finde gerade Musik ist super, super künstlerisch, kann einem total viel geben, Emotionen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es kam einfach einmal dazu, warum auch immer, also öfter kommt es ja dazu, dass dann die Künstler das auch reposten. Und auch in diesem Fall von der Geschichte, die ich heute erzähle, hat ein Musiker, den ich gepostet habe, das
repostet. Es ist dann auch schon öfter vorgekommen, dass News-Seiten darüber dann informiert haben, so, oh, Sonny Loops hat, ist anscheinend Fan von Künstler XY, weswegen dann auch manche Künstler auf mich aufmerksam geworden sind. Also es war auch schon total oft total positiv. Jetzt nicht, dass das, was ich jetzt erzähle, super unpositiv ist, aber es war halt einfach peinlich. Aber es ist ja auch dann für mich gut, es ist für den Künstler gut, es ist irgendwie einfach dann cool. Und wie gesagt, es hat schon ab und zu mal eine News-Seite dann auch davon berichtet, warum ich das jetzt erzähle, weil es in diesem Fall gerade zu einer Kontaktaufnahme geführt hat. Also es ist auch wieder so gewesen, dass eine News-Seite etwas berichtet hat darüber. Daraufhin ist der Künstler dann in meine DMs geslidet und hat geschrieben irgendwie, ey, was geht ab oder irgendwie sowas, wie geht's? Und ich war erstmal so, okay, krass, so, ne? Ich meine, das war wegen dem Artikel. Leute, jetzt so, kennt ihr diese, man geht jetzt auf TikToker, TikToker ist übrigens wieder zurück, das habe ich jetzt neulich auf Insta gesehen. Man geht jetzt so auf TikToker, weil es gibt ja nicht so viele News-Seiten und guckt jetzt einfach mal so, scrollt jetzt einfach mal richtig deep runter und guckt, wann Sony und sie einen Künstler repostet hat und das so Sama ein Ding war, wisst ihr, ich meine? Boah, es wäre krass, wenn ich es jetzt durch Zufall so wirklich finde, aber man weiß ja überhaupt nicht, welches Jahr das überhaupt war oder irgendwas in die Richtung. Dim, 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 dim. Okay, ich kann nichts exposen, weil ich nichts dazu finde. Okay, ich finde nichts dazu. Scheiß drauf. Let's go. Ich habe so ein bisschen geschrieben. Ich habe gesagt, ey, ich feiere dich voll. Ich verfolge dich schon voll lange und bla bla. Also ich war einfach super nett, super höflich. Und der Künstler war dann auch direkt super nett, super höflich. Aber so gar nicht. Also ich habe mich nicht zu einer Sekunde unwohl gefühlt. Es war die ganze Zeit super freundlich, super nett. Hat auch gesagt, ey, ich hab dich mal gerade gegoogelt. Du bist YouTuberin. So, wie kam es dazu? Bla bla. War so interessiert und sowas. Ich musste lachen, weil ich mir wirklich dachte, dass wir jetzt beste Freunde werden. Also wir haben halt super viel geschrieben. Wirklich der Kontakt ging dann über längere Zeit. Wir haben so geschrieben und irgendwie kam es dann dazu, dass es so hieß, ja, du supportest mich die ganze Zeit, will ich auch irgendwie supporten. Und ich war so, hä, krass, also das ist ja, also ich, keine Ahnung, ich sehe mich halt als viel weniger wert in der Nahrungskette. Der Künstler hat dann halt gesagt, ey, ich würde dich auch gerne supporten, du supportest mich hier die ganze Zeit. Oder irgendwie sowas. Jetzt bin ich richtig gespannt, was jetzt kommt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Wie kann ein Musiker einen Influencer gut supporten? Ja, okay, man kann schon die ein oder andere Kollabo machen, so irgendwie, keine Ahnung, stell dir jetzt mal vor, ich würde eine Reaction machen mit, beispielsweise wäre es gerade im Gespräch, Nina Chuba. So, ich würde mit ihr eine Reaction machen. Es würde wahrscheinlich schon besser ankommen als andere Videos von mir, weil sie einfach gerade mega im Gespräch ist, weil Leute einfach gerne sehen würden, wie interagiere ich mit ihr, wie interagieren wir auf ein YouTube-Video und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie ich meine? Also, da hätte man schon dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip. Vom Ding her, ja, das stimmt. Ja, also, es wäre schon cool, wenn wir ein Video zusammen drehen, so. Und dann war der so, ja, lass das gerne machen, hast du denn irgendeine coole Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, wie wär's denn mit, ich habe noch nie. Und der Künstler war dann aber auch so direkt so, ja, ist doch super, saufen klingt auch toll, ist bestimmt lustig, so, keine Ahnung, es war einfach super locker und ich war so, okay, cool, der will mit mir drehen, der findet saufen toll. Ich meinte noch so, ey, ist dir überlassen, ob wir da wirklich Alkohol trinken, wir können doch einfach sagen, wir machen das mit Wasser oder keine Ahnung. Der war so, nee, komm, wir machen das und ist doch cool und so. Und ich war so, okay, cool. Und dann hat es sich so ein bisschen im Sand verlaufen, also dann war es so ein bisschen so, also ich war eh die ganze Zeit so, hä? Weil es kam super viel von ihm aus. Also es war, ey, ich will dich, du supportest mich die ganze Zeit, ich will dich jetzt auch supporten, wie kann ich dir helfen? Und ich war so, ja, also wir können was sehen. Also ja, lass das machen. Und ich war so, okay, krass, so, ne? Und haben wir halt so ein bisschen geredet, wann wir es machen könnten. Und dann war immer so, ey, melde dich mal morgen nochmal. Und dann haben wir, es ist immer so ein bisschen so verschoben gewesen. Dann habe ich mich gemeldet, dann wurde mir erst 2 Tage später geantwortet. Dann habe ich irgendwie nicht gesehen. Und das war immer so ein bisschen so ein Ding, es hat sich ein bisschen gezogen. Aber man war immer mal wieder kurz in Kontakt. Bis ich dann einmal nachts um 1 eine Memo bekommen habe, also immer nur auf Instagram, was vielleicht auch ein Problem war, aber auf jeden Fall nur auf Instagram und habe eine Memo bekommen von wegen, ey, ich bin gerade im Studio, wir können auch jetzt drehen, wenn du willst. Ich bin hier mit noch 2 anderen Musikern und die ich auch beide vom Hören kannte und ich war so, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall machen. Das war so Sonntag, 1 Uhr morgens. Ich so, alles klar, auf gar keinen Fall. Dann habe ich so gesagt, ja, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu spät. Schwierig, diese Memos nach 0 Uhr immer, diese, ey, wir machen gerade was. Ey, willst du auch kommen? Schwer.
spontan. Und dann war irgendwie so, ja, okay, dann einfach fahren anders. Also eigentlich war es auch noch chillig. Also es war gar nicht, eigentlich gar nicht komisch, bis auf vielleicht die Uhrzeit. Ich wollte halt irgendwie auch auf einer uncringe Weise auch schon mal ein bisschen droppen, weil man weiß ja nie so richtig, ne, dass ich einen Freund habe. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich nehme dann auch übrigens meinen Kameramann mit oder mein Freund ist mein Kameramann. Und dann kam halt so die Antwort von wegen, ja, klar, du kannst auf jeden Fall einen Kameramann mitnehmen. Dann war ich so, okay, hat er jetzt mit Absicht ignoriert, dass ich gesagt habe, mein Freund, oder hat er das irgendwie nicht verstanden? Aber es war auch nicht so schlimm. Also es war wirklich nie so, dass ich mir jetzt irgendwas Schlimmes dabei gedacht habe. Dann haben wir wieder einmal so eine grobe Zeit gesagt. Dann war der aber in dem Zeitraum krank. Und ich habe es auch, ich muss sagen, ich habe es schon so ein bisschen bereut ganz lange, dass ich nicht nachts um eins an einem Sonntag das gemacht habe, weil ich einfach so ein bisschen so, ich hatte einfach so eine kleine Alarmglocke an. Vielleicht wäre sie unnötig gewesen. Ich glaube, man... Nicht zwingend. Ich glaube, nicht zwingend. Es ist immer schwierig, sowas, auch wenn das vielleicht Leute sind, die man feiert, wo man Berichte sieht und ja, sieht, wie die sich verhalten in TV-Shows oder wie auch immer und man sich denkt, boah, die Person ist so sympathisch. Trotzdem ist das schon so ein bisschen eine Red Flag, so die Uhrzeit. Also alleine auf gar keinen Fall würde ich nicht machen. Es ist trotzdem immer noch eine fremde Person, auch wenn es ein Superstar in deinen Augen ist. Wisst ihr, wie ich meine, liebe Freunde? Muss halt einfach auch ein bisschen vorsichtig sein, generell jetzt, egal wer es wäre, weil ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass bei Musikern das eine total normale Arbeitszeit ist. Also ich bin ja auch mit ein paar Musikern befreundet, Alicia etc. und ich weiß, um wie viel Udi manchmal noch im Studio ist. Deswegen wäre es, glaube ich, gar nicht so creepy gewesen oder so weird gewesen. Das ist für die einfach wahrscheinlich einfach nur eine komplett normale Zeit. Nur ich habe mir in dem Moment Sorgen gemacht, mein Bauchgefühl hat gesagt, mach's lieber nicht. Dann habe ich es einfach lieber gelassen, ne, wer weiß. Aber im Endeffekt muss man auch nicht deswegen direkt was unterstellen. Ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt. Ich bin auch so jemand, ich will dann ja auch nicht nerven, so, ne? Aber eigentlich war die Person mir ja total positiv gestimmt und hat ja auch von sich aus mir nachts um eins gesagt, ey, komm rum. Ich könnte jetzt unseren ganzen Verlauf durchlesen, aber ich erzähle es jetzt einfach ungefähr so aus dem Kopf, weil eigentlich das Peinliche kommt eigentlich jetzt auch gleich noch. Im Endeffekt... Ich bin richtig gespannt auf das, was das Peinliche sein soll. Was kommt jetzt als on top of the world Ding, liebe Freunde? Wisst ihr, wie ich meine? Einmal den Moment, dass wir verabredet waren, denn der Musiker hat mir eine Memo geschickt und man hat gehört, dass er seinen Schlüssel in der Hand hat, dass er gerade auf dem Sprung ist. Er hat gesagt, ey, weißt du was, ich bin gerade in der Stadt. Ich gehe jetzt gerade ins Studio, also du kannst eigentlich immer vorbeikommen, da sind so meine Freunde. Wir machen da ein bisschen Sachen, aber es kommt einfach vorbei. Wir haben auf jeden Fall Zeit, dein Video zu drehen. Und ich war so, oh mein Gott. Okay, er hat gerade gesagt, ich soll jetzt kommen. Damit hätte ich halt absolut nicht gerechnet. Ihr müsst wissen, das war so, es war so kurz vor Weihnachten. Alle, oder was, nach Weihnachten? Und was hat Hey Aaron damit zu tun? Liebe Freunde, ich freue mich. Wahrscheinlich latscht jetzt in dieses Studio und alle gucken die nur so an. Oder keine Ahnung, da sind so übel die creepy Rapper, übel die Biker-Gang oder so. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Aber es war auf jeden Fall im Dezember. Alle meine Freunde waren irgendwie schon so bei ihren Familien. Marcel war nicht mehr da. Er war auch schon bei seiner Familie. Alle Jungs, die ich kannte, waren einfach über die Weihnachtszeit zu ihren Familien gefahren. Also alle Jungs, die ich so als Kameramann oder so in Erwägung ziehen konnte, weil ich kann ja auch nicht einfach irgendeinen Laien mitnehmen, weil ich ja gesagt habe, mir wurde ja nur erlaubt, mäßig meinen Kameramann mitzunehmen. Wenn ich jetzt irgendwen mitgenommen hätte, hatte ich irgendwie voll Angst, dass sie das scheiße finden, aber ich wollte auch eigentlich lieber einen Jungen mitnehmen, weil ich ja nicht so genau wusste und so, bis mir einfach Aaron eingefallen ist. Ich war erstmal so total, okay, Moment, ich bin so meine Liste abgeklappert mit Leuten, mit denen ich jetzt super viel zu tun habe, männliche Leute, so, wen kann ich fragen, und alle waren irgendwie bei ihren Familien und nicht in Berlin und ich war so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Aaron. Aaron! Aber Aaron war meine Rettung. Ich habe gesagt, ey Aaron, ich drehe jetzt mit Musiker XY. Und er war so, wie ist das denn zustande gekommen? Und ich so, ja, ich habe keine Ahnung, frag mich einfach nicht. Aber wir drehen jetzt, ich habe noch nie, kannst du mich bitte fahren? Weil die Adresse, die mir der Musiker gesagt hat, war jetzt nicht so nah dran, da wo ich wohne. Es war jetzt auch wieder schon ein bisschen später, also ich glaube, es war so 18, 19 Uhr, bis ich dann da gewesen wäre. Ich musste jetzt erst mal gucken, wer mein Kameramann ist und so. Und ich wollte einfach jetzt nicht nachts durch die halbe Weltgeschichte fahren. Und wollte ich ja, ich habe noch nie spielen und Alkohol trinken. Und ich war so, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mit dem Auto fährt. So, lange Rede, kurzer Sinn, Aaron hat's gemacht. Aaron und ich. Hä? Es ist so, die Geschichte, man kann sie nicht vorhersehen. Das ist mein Problem. Normalerweise, ich bin richtig relativ mega sehr gut darin, so Geschichten so ein bisschen auf den Zahn fühlen zu können. Hier gerade 0, gar nicht. Null. Null. Auto, er hat mich abgeholt. Wir fahren dahin und wir haben auf dem Weg schon die ganze Zeit so richtig dumme Witze gemacht. Ne? So halt so diese ganzen so Klischee-Sachen, die man sich jetzt denkt, die da passieren. Aber das, was passiert ist, das hätten wir uns einfach in keiner möglichen Konstellation in unserem Kopf irgendwie denken können. Weil ihr müsst euch,
also ihr müsst euch das geben, es war irgendwie... Nee, egal, warte, ich darf jetzt nicht vorwegnehmen, was passiert ist. Wir kommen da also an. Ich habe gemerkt, dass ich keine richtige Hausnummer bekommen habe. Also ich habe nur die Straße bekommen. Und das war halt ein bisschen uneffektiv. Und dann sind wir da halt so lang gefahren und irgendwie, es war halt schon voll dunkel. Es war ja, wie gesagt, Dezember, da ist ja schon gefühlt um 14 Uhr dunkel. Und wir fahren da so lang und da ist irgendwie auch so niemand gewesen. Und dann sehen wir einfach so zwei Typen da so stehen. Da war auch ganz schön wenig Licht und irgendwie nur unser Autoscheinwerfer haben die so angeleuchtet und diese Typen haben uns so angeguckt. Keine Ahnung, ob sie jetzt böse geguckt haben. Es kam mir so rüber, als hätten die böse geguckt. Aber wahrscheinlich waren die einfach nur mega geblendet vom Licht. Und Aaron, wie er halt ist, also ich war so ein bisschen so, okay. Aaron, wie er halt ist, macht so die Scheiben runter, sagt so, hallo, hier sind Sonny und Aaron, wir wollen mit XY drehen. Nee, wo ist denn der XY? Und die sagen so, hä? Zu wem wollt ihr? Das ist einfach so unangenehm. Und er dann so, ja, wir wollen zu XY. Und die so, ja, dann komm mal mit. Und ich war so, oh mein Gott, das ist gerade so unangenehm. Und dann sind die hinter so einer Mauer verschwunden. Und da konnte man auch nicht mehr langfahren. Also das war nicht mehr so ein Fußgängerweg. Haben wieder so geparkt und es war halt Winter, ne? Ich hatte so eine richtig fette Winterjacke an. Ich hatte mein Stativ dabei. Ich hatte so einen richtig fetten Rucksack mit Alkohol voll, mit Red Cups. Ich war wirklich wie so ein Schulkind, was so zur Einschulung geht, okay? Also ich war wirklich mit meinem Stativ, mit meinem fetten Rucksack, mit meiner fetten Winterjacke und ich wollte auch irgendwie cool rüberkommen und keine Ahnung. Ich so, ach, soll ich die ganzen Sachen schon mitnehmen? Er so, ja, nimm das alles mit. Du drehst doch jetzt. Ich so, ja. Und dann kommen wir da so an. Dann stehen halt diese Menschen, also diese zwei Typen, die uns da hingebracht haben. Und noch zwei andere Musiker, die ich auch so vom Sehen kannte, deren Namen ich auf jeden Fall auch schon mal gehört habe, waren auch da. Und man hat die aber erst nicht so richtig erkannt, weil sozusagen das Studio... Ey, mir fällt gerade auf, ne? Ich sag nichts dazu. Und ich habe neulich von Sonny so low-key einen Einlauf bekommen, dass ich auf ein Video von ihr reagiert habe und irgendwie nichts dazu gesagt habe. Und sie war so... Ich guck mir diese Reaktion von dir an und du redest einfach nichts. Du sagst einfach nichts dazu. Wie? Warum reagierst du drauf? Also ich so, ja, es gibt halt manchmal Videos, wo ich mir erstmal etwas anhören muss, bevor ich irgendwas dazu sagen kann. Und hier, sie kommt ja gerade nicht zum Punkt. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja gerade nur die ganze Zeit, Spannung wird aufgebaut. Die ganze Zeit. Was ist jetzt der, was ist der Punkt? Warum zieht sie das Ganze schon über 11 Minuten? Wann kommt diese Pointe? Was soll ich denn dazu sagen? Sonny, wenn du mir irgendwie eine Nachricht schickst, mäßig Sommer, Sommer, Winter, dann Sommer, Winter zurück. So ein bisschen erleuchtet und ich habe da so deren Umrisse gesehen. Und dann sind die so aus dem Umriss rausgetreten und haben uns Hallo gesagt. Und dann, das fand ich extrem, ich war extrem positiv überrascht, weil dass man halt auch schon so auf jeden Fall Namen, die man kannte. Und die waren so total höflich und haben gesagt, ey, ich bin bla bla, hi, was machst du hier und so. Und Aaron geht erstmal so direkt rein und ich war so, alles klar, dann ist er wieder rausgekommen, weil es gab einen Konflikt. Die fragen mich so, und? Und wer bist du? Und ich so, ja, ich bin Sonny Loops. Und dann sagen die so, ja, und was, mit wem bist du hier verabredet? Und ich so, ja, mit bla bla bla. Und dann sagen die so, okay, und was macht ihr, Musikvideo drehen oder was? Ich war schon so, oh mein Gott, die denken, ich bin so eine, die so, also ich fand dieses Musikvideo drehen hat sich so richtig wie so eine Ausrede angehört, so weißt du, so Musikvideo drehen, aha, okay, und dann bummst ihr oder was, so hat sich angehört, wie die das gesagt haben. Und ich war so, nee, wir drehen was für meinen YouTube-Kanal. Und dann waren die so, okay. Also es war so, ich war so, oh Gott, das war schon so ein richtig cringer Moment. Und ihr müsst euch vorstellen, als diese beiden Musiker, deren Namen man kannte, mir die Hand gegeben haben und so höflich waren und sich vorgestellt haben, die waren nicht so oft, den ich bin, Star XY, die haben mir einfach die Hand gegeben und waren total nett und haben mich behandelt, als wäre ich ein Mensch, habe ich diesen Männern, die mich zu diesem Studio gebracht haben, auch die Hand gegeben und die haben mir einfach nicht die Hand zurückgegeben, die haben mich einfach nur scheiße angeguckt und ich war so, okay, ja, dann nicht. So, auf jeden Fall war der Musiker, der mich da eingeladen hat, nicht da. Und die sind so, ja, wo ist der denn? Fragen die mich so, ich so, hä? Der meinte, der ist da, der wollte schon vor einer Stunde hier sein, so. Die so, nee, der ist nicht gekommen, wir warten eigentlich auch alle auf den. Und die Jungs, er meinte ja, er ist mit Jungs verabredet, keine Ahnung, waren auch mit ihm verabredet. Und ich war so, ja, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, irgendwie haben die mir den Anschein gemacht, diese anderen beiden Männer, diese Fremdmänner, haben den Anschein gemacht, als würden die mir nicht so richtig glauben, dass ich verabredet da bin oder als wäre ich irgend so ein Psycho-Fan, der da einfach wartet. Aber ich meine, Aaron war ja auch die ganze Zeit dabei. Ich weiß auch, um echt sein, ich war in dem Moment so in meinem Film, ich weiß nicht, was Aaron in der Zeit gemacht hat. Ich glaube, er stand da einfach nur und fand das total lustig, weil er einfach gemerkt hat, dass ich einfach gerade nicht richtig gekorbt wurde, aber ich wurde einfach sitzen gelassen. Also die Person war einfach nicht anwesend. Dann haben die den angerufen und ihr müsst euch vorstellen,
das Handy war so laut eingestellt, also es war nicht auf Lautsprecher, aber es war irgendwie so laut eingestellt, dass man jedes Wort verstanden hat, weil es war halt wirklich Totenstille. Es war irgendwie so eine peinliche Situation. Oh nein, und der hat jetzt am Handy irgendwas richtig Komisches gegenüber Sonny gesagt und sie hat es gehört wahrscheinlich. Kennt ihr das? Wenn jemand telefoniert, man soll eigentlich nicht hören, was die Person sagt, mit der man telefoniert wird. Man hört aber jedes Wort, obwohl man es eigentlich nicht will, hört man aber trotzdem hin, weil es ist ja schon irgendwie doch dann interessant zu wissen, zu hören, gesagt bekommen zu haben, getut, getiet, getat, die tutit, ob es um einen selbst geht, so in dem Fall, wisst ihr, wie ich meine? Ich stehe da mit meinem Stativ, mit meinem Rucksack, mit meinem Records und die sagen so, drehst du ein Musikvideo oder was? Und ich so, nein, YouTube-Video. Und ich kam mir vor wie so ein richtiges Opfer, Leute, wirklich, es war so komisch. Aha. Und dann hört man so, wie die so sagen, ey, wo bist du und so. Und der sagt, und die sagen so, hier ist so eine Sani. Alle sprechen ja meinen Namen falsch aus. Und dann war der so, man hört so, wie der so sagt, kenn ich nicht. Und ich war so, ah. Und dann sagt die so, ja, aber die steht doch hier, die muss doch die Adresse von irgendwem haben und so. Dann sagt er so, ja, keine Ahnung, ich habe die ihm nicht gegeben. Ich weiß nicht, wer das ist. Und die so, ja, aber die sagt, die kennt dich und so. Ich war so, oh mein Gott, es war einfach so unangenehm. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns zwar ab und zu Memos geschickt, aber wir haben ja noch nie miteinander telefoniert, wir haben uns noch nie gesehen. Auf einmal geben die mir den Hörer und ich war so, oh, es war einfach eine sehr unangenehme Situation, versteht ihr, wenn ihr so, keine Ahnung, ihr seid Fan von jemandem, also was heißt Fan, aber ihr feiert jemanden, ihr unterstützt den, ihr habt euch so total darauf gefreut und dann werdet ihr wieder so hängen gelassen und so viele Leute sind davon Zeuge, versteht ihr so? Ich war einfach wie so ein Mädchen, was gerade verarscht wurde. Also und sowas in der Art ist mir halt schon mal in der Grundschule passiert, muss ich sagen. Wo ich die ganze Zeit, mein Crush war auf Klassenfahrt und hat mir damit seine Liebe gestanden. Und ich habe mich sofort auf den ersten Schultag gefreut und treffe ich dann mit ihm und er schubst mich in den Dreck und sagt, verarscht. Sowas ist mir passiert. Und so habe ich mich dann irgendwie auch ein bisschen gefühlt. Auf jeden Fall. Das ist eine geisteskranke Story. Er sagt einfach, er schubst sie in den Dreck und sagt, verarscht. What the fuck? Was ein Hund. Was ein asozialer Hund. Hä? Oh, hallo. Und er sagt so, hallo, wer bist du denn? Und ich so, ja, Sonny Loops, wir haben geschrieben, du hast mir vorhin gesagt, ich soll kommen. Und er war so, ach so, Sonny Loops. Wahrscheinlich hat er es halt wirklich nicht verstanden, weil die meinen Namen so komisch ausgesprochen haben, aber irgendwie kann man ja auch 1-1-1 zusammenzählen. Da war er so, oh, sorry, ich bin jetzt ganz woanders, ich werde das heute auch nicht mehr ins Studio schaffen. Und ich war so, ja, ich so, mein Herz war wirklich so, und ich so, ja, kein Problem, alles gut, ja, kein Ding. Und er so, ja, bitte sag du oder meld dich mal nochmal bei mir, weil ich werde es verpeilen. Ich war so, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich das Handy weggegeben und ich hatte einen Tunnelblick. Es war mir so Grund auf Boden peinlich, weil diese Situation, die haben mich alle so angeguckt, als wäre ich so ein richtig dummes, oh, kleines nein. Kind. Also es war so peinlich. Aaron hat sich so totgelacht, ihr müsst euch vorstellen. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, dann danke, tschüss. Und wir sind umgedreht und ich stapfe so mit meinem, da lag glaube ich sogar Schnee, keine Ahnung, ich stapfe so mit meinen Sachen wieder zurück. Wir setzen uns ins Auto, wir haben uns so totgelacht, weil wir niemals damit gerechnet hätten. Also wir hätten wirklich mit allem gerechnet, dass ich da, keine Ahnung, ausgenutzt werde und dann doch gezwungen werde, ein Musikvideo mitzumachen oder whatever, ne? Aber wir hätten niemals damit gerechnet, dass die Person nicht da ist, weil es war alles so, es hat so Sinn gemacht, dass die Person da ist. Und wir haben ja schon so lange darüber geredet, es war jetzt nicht einfach so einmal, sondern wir haben schon öfter darüber gesprochen und dann war der einfach. Ich will unbedingt wissen, um wen es geht. Das ist mein Problem gerade. Aber ich werde es bestimmt wird Sonny mir das sagen. Vielleicht. Aber mich fuckt es auch so ein bisschen ab, dass ich mir nicht mal denken kann, um wen es geht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß so ein bisschen, wen die so feiert vom Anhören so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es um die Person geht in dem Fall. Naja, auf jeden Fall. Arschkarte, würde ich sagen. Armer Aaron auch, der einfach dann so wahrscheinlich 2 Stunden durch Berlin gegurkt ist. Weil wenn Sonny sagt, es ist nicht nah bei ihr gewesen, dann wird es wahrscheinlich länger als eine halbe Stunde gewesen sein. Und ihr kennt ja Berlin. In Berlin, wenn du von einer Ecke zur anderen willst, fährst du halt 1 Stunde mit dem Taxi. Das ist halt so. Das ist normal in Berlin. Das gehört sich so. Ja, oder mit dem Auto, falls du ein eigenes Auto hast. Aber wenn ich in Berlin bin und ich muss von einem Fleck zum anderen und ich nehme dann Uhr zum Beispiel, dann ist das immer Minimum 40 Minuten. Es gibt nicht so 15 Minuten Strecken in Berlin. Gibt's nicht. Immer so 40 Minuten bis 1 Stunde 15. Das ist so die Standardstrecke. Auf jeden Fall, what the fuck, Alter, was für eine weirde Geschichte. Sonja hat es auf jeden Fall geschafft, das sehr so detailreich zu erzählen,
dass das Ganze wirklich hier zu einer über 20-minütigen Reaction geworden ist, liebe Freunde. Das freut uns natürlich. Da klingelt die AdSense-Kasse. Viel Spaß. Liebe Freunde, schaut bei Sonny unten vorbei für mehr Real-Life-Stories, für mehr Videos von ihrem Kanal. Schaut bei mir vorbei, wenn ihr mehr unscharfe Videos sehen wollt. Meine Kamera fuckt mich zurzeit echt hart ab. Ich glaube, ich muss da was dran ändern. Aber das fuckt mich echt ab. Oder es liegt an... Ach, scheiß drauf. Liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, beim neuen Video. Schaltet ein, seid aktiv. Bis dahin, haut rein, lasst krachen. Tschüss.